So, hallo zusammen. Ich bin hier bei einem Tesla-Event beim Golfclub in Memmingen und ich darf gleich 15 Minuten Tesla Model X Plaid-Probe fahren. Und darauf bin ich richtig gespannt. Meine Tochter kommt mit. Fünfjährige Tochter, Kindersitz mit dabei, sitzt gleich im Auto. Und dann drücken wir mal gleich richtig aufs Gas und dann gucken wir mal, ob 15 Minuten reichen, um sich in ein Tesla Model X Plaid zu verlieben. So, los geht's. Probefahrt Tesla Model X Plaid. Hier das neue Lenkrad. Megamäßig viel Platz hinten. Die Bedienung, die Gangschaltung über dem Bildschirm. Blinker am Lenkrad auch ein bisschen schräg, aber letztendlich beim Motorradfahren ist es ja nichts anderes. Und da funktioniert das auch. Das heißt, es ist sicher mal eine Umgewöhnung, aber irgendwann hat sich auch einer mal den Blinkerhebel ausgedacht. Von daher, vielleicht setze ich auch mal irgendwann wieder so einen Knopf durch. Wir fahren jetzt hier gerade vom Golfplatz runter. Hier auf dem Golfclub-Gelände kann man noch nicht viel testen. Außer das Fahrwerk auf ein bisschen unebenen Straßen, da macht es sich ganz gut. Soll ich jetzt schon einmal Gas geben? Findest du das cool? Magst du Tesla? Okay, das heißt, meine Tochter ist schon infiziert. Das Lenkrad beim Blinken, so haptisches Feedback, so ein bisschen Vibration, ähnliches wie man das beim Handy kennt. Anna, bist du bereit? Los! Wie war das? Eigentlich schnell. Neuer Versuch, 20 km/h fahren wir jetzt gerade. Und los geht's. Ja, leg mich am Arsch. Schon geil, schon wirklich geil. Dadurch, dass ich hier aber mit einer bestimmten Erwartungshaltung reingegangen bin, irgendwie Plaid fahren, boah, das muss ja wirklich mega extrem sein. Es ist megamäßig, aber ich glaube, dass man sich auch daran gewöhnen kann, ganz ehrlich. Hier Sommergas, ich fahre 86 km/h. 100. Also die Beschleunigung ist mega geil. Und man muss überlegen, wir sind hier in einem Familien-SUV mit bis zu 7 Sitzen, wenn man in den Urlaub reist. Und unter der Tatsache ist das ja natürlich mal eine ganz ordentliche Geschichte. Oder Hanna, als Familienauto ist das schnell genug, oder? Jetzt hier über den Blinker. Guck mal. Upsa. Aber es ist in Ordnung. Das Lenkrad fühlt sich gut an. Es liegt gut. Man kann halt jetzt nicht mehr so fahren hier, oder? So ganz lässig. Die Zeiten sind vorbei. Ja, der Platz ist unglaublich. Was auch richtig schön ist, ich zeig's mal. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Dann schön mit der Kamera. Wenn man sieht, wie das jetzt hier die Frontscheibe ist. Wie weit sie nach oben geht. Man fährt hier richtig mit einem Panoramafenster. So, und jetzt bleiben wir noch mal kurz stehen. Es ist gerade niemand hinter mir. 3, 2, 1. Also, Beschleunigung ist der Wahnsinn. Der Mageninhalt, der drückt sich irgendwo ans hintere Sitzende. Dem ist tatsächlich gerade schlecht und das passiert, wenn dann eher als Beifahrer. Normalerweise als Fahrer ist das seltener der Fall. Es ist geil, es hat was, es ist was Neues. Der schwarze Dachhimmel. Es wirkt einfach super edel, hier drin zu sitzen. Nochmal den Blinker. Also ich habe mich jetzt schon langsam daran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, wie schwer so ein Model X ist. Ich blende das gleich mal ein und recherchiere das nachher. Aber ich nehme mal an, das ist ein super schweres Auto und es fühlt sich zumindest nicht so an, ne? Also Kostenpunkt irgendwas über 100.000 Euro. Die muss man erstmal haben. Also ganz ehrlich, ich fahre auch die Probefahrt jetzt hier gerade nicht mit der Absicht, den Wagen zu kaufen. Aber, und das kann man sich sehr wohl überlegen, wenn einem das Model X gefällt, es wäre eine Option, sich ein gebrauchtes Model X zu holen. Ich glaube, die gehen so ab 50.000 los. Da ist beim Preis dich auch irgendwo bei einem Long Range oder bei einem Model Y Performance. Da hat man halt ein paar Jahre altes Model X, aber warum nicht, ne? Also es ist ein geiles Auto. Es hat weniger Verschleißteile als irgendein Verbrenner. Da muss ich mir keine Sorgen machen über Verschleiß von Motor, Kupplung, was weiß ich. Batterie bei Tesla immer die 8 Jahre und ich glaube 160 oder 180.000. Zack, jetzt fahre ich mal hier. Hier seht ihr, wie man die Fahrmodus umstellt. Und diese Leiste wurde eben jetzt gerade automatisch eingeblendet, als ich stehen geblieben bin. Ich habe das Video gerade eingeleitet, reichen 15 Minuten, um sich in so ein Model X zu verlieben. Ich bin überzeugt, dass es ein geiles Auto ist. Nur jetzt schon. Ich habe mich gar nicht mit dem Auto beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich habe das Auto gar nicht auf dem Schirm.
Model S, da sprechen irgendwie alle drüber, Model X. Obwohl es das auch als Plätt gibt, gar nicht so durch die Decke gegangen von Medien und wie die ganzen YouTuber darüber sprechen. Hätte ich ja noch keinen Model 3 und Model Y gefahren. Ich glaube, das Ding hätte mich jetzt gerade so aus den Socken gehauen, dass ich gar nicht mehr klar denken könnte. Ja, es ist geil, aber ich muss das Auto nicht morgen haben. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das kostet jetzt fast das Dreifache als das, was ich für mein Model Y SR bezahlt habe. Und ich glaube, das Dreifache wäre es mir nicht wert, ganz ehrlich. Hätte ich das Geld, hätte ich aber gemacht. Und vielleicht hätte ich sogar dem Tesla Model S vorgezogen, weil das Ding dann einfach familientauglich ist. Jetzt bin ich gerade zurückgekommen von der Probefahrt und meine Frau hat mich gefragt, wie es denn war. Und jetzt habe ich, glaube ich, eine treffende Beschreibung für das Model X. Es ist eigentlich wie ein Model Y Performance, noch ein Ticken schneller und einfach in allem ein bisschen besser.